Wir hatten ein sehr junges Team mit vielen Talenten und viel Potenzial im Team, was man auch bei vielen Spielen auch gesehen haben, dass wir da wirklich dann auch mit den Top-Teams mithalten konnten. Man hat aber dann auch gesehen, dass diese Konstanz ein bisschen gefehlt hat in gewissen Spielen. Besonders dann auch gegen zum Beispiel Schwerin zweimal, wo wir dann 3-2 verlieren, aber auch 3-1 gewinnen hätten können. Da merkt man einfach, dass dann die Erfahrung ein bisschen gefehlt hat. Von Anfang bis Ende hat das Team eigentlich eine gute Entwicklung gemacht. Man hat es auch gemerkt, besonders die letzten beiden Spiele in der Normalrunde gegen Straubing und gegen Potsdam waren wirklich vom Niveau her sehr, sehr gut. Wo wir dann auch natürlich den sechsten Platz, also die direkte Playoff-Qualifikation geschafft haben, was auch unser Ziel war. Und dann hat man gemerkt im Viertelfinale gegen Stuttgart, dass wir in Stuttgart sehr gut gespielt haben. Es wieder die gleiche Situation war, dass wir den Sack dann nicht zumachen, sondern sogar Satzbälle hatten zum 2-1 und dann aber durch diese Erfahrung auch das nicht zumachen konnten. Und dann hier auch nochmal zwei gute Sätze gezeigt haben, aber dann war die Luft einfach raus. Und somit haben wir dann im Endeffekt die Saison mit dem Viertelfinalplatz, beziehungsweise fünfter, sechster Platz beendet, was unser Ziel war. Es wäre mehr drin gewesen durch das Potenzial. Wir konnten es leider nicht konstant abrufen über die ganze Saison, damit wir dann auch noch einen weiteren Schritt machen. Was wir aus letzter Saison gelernt haben, dass wir ein bisschen mehr Erfahrung brauchen, auch zu den jungen Talenten. Und dadurch haben wir uns dann mit drei erfahrenen Spielerinnen verstärkt. Zu Leana, die uns schon das fünfte Jahr jetzt begleitet oder hier ist, kommen noch drei Spielerinnen an die 30 dazu. Und damit bin ich sehr zufrieden, dass das funktioniert hat. Auch im Gesamten sind wir von der Athletik gewachsen. Also der Kader ist im Schnitt größer geworden, auch bei den Positionen, damit wir noch mehr Präsenz auch am Netz, im Angriff oder im Block auch zeigen können gegenüber den Top-Teams, weil das auch so die Entwicklung in der Liga ist, dass das Spiel immer größer und höher wird in diesen Elementen. Und da wollen wir natürlich wettbewerbsfähig sein. Ich habe die Spieler jetzt schon kennengelernt, noch nicht im Training natürlich. Da wird es natürlich sehr interessant sein, wie die Spieler sich dann auf dem Feld verhalten und zueinander finden, damit wir halt möglichst schnell ein neues, starkes Team bilden können und dann konkurrenzfähig sein werden. Ja, wir werden am Montag werden wir offiziell am Montag das erste Training haben zusammen. Erstmal natürlich eine Teambesprechung auch zusammen. Jetzt waren immer nur Einzelgespräche und Tests an der Reihe. Dann der richtig offizielle Start ist am Donnerstag drauf mit Pressekonferenz und Teamvorstellung. Und dann nach 2 Wochen fliegen wir ins Trainingslager nach China, wo wir schon direkt auch 2 bis 3 Spiele gegen chinesische Teams bestreiten werden. Ist relativ früh, aber ist auch eine schöne Erfahrung, denke ich, für die Spielerinnen. Hartes Training wird auf jeden Fall sein, dort aber auch eine gute Teambuilding-Maßnahme im Endeffekt, wenn man auch mal raus aus Vilsbiburg kommt. Und dann im Endeffekt beenden wir die erste Phase in der Vorbereitung Mitte September, wo wir dann auch nochmal eine kurze Pause machen werden. Und danach fangen wir dann mit den Vorbereitungsspielen an. Wir werden 2 Teams aus der Schweiz hier haben im September und einmal im Oktober. Wir werden nach Tschechien fahren zum Turnier. Wir werden in Diepoldiswalde wieder am Start sein, wie die letzten Jahre. Das Traditionsturnier in Deutschland bei Dresden. Und dann am 20. Oktober geht es schon los in Wiesbaden, wie letztes Jahr, wie die letzten 2 Jahre im Endeffekt, immer der gleiche Anfangsgegner.